Kleine Statue ist ja klar. Ja. Und der Fünfer. Yay! Ja, hat mich nicht gescheit gesehen, aber gut. Wieder irgendwas gespawnt ist. Was machst du eigentlich hier? Ich bin gerade hier in der Gegend. Diddlili. Kommt denn jetzt eigentlich die ganze... Schon wieder eine Krabbelmine? Wie jetzt? Halt ich für ein Gerücht. Nö, da ist nicht. Falsch! Oh, ich hasse dieses Anvisieren. Ich mag's nicht mehr. Wumm! So, Krabbelmine. Na komm! Was ist jetzt schon wieder? Hallo Sia, ne? Wie geht's? Ich hau hier mal ein bisschen auf Kurs. Du stirbst jetzt, du Krabbelmin-Dings. Tschüss. Was wollt ihr denn alle hinter mir? Verschwindet! Ach ja, ich mag den Kopierschein. Ich mag eigentlich alle Waffen von Zelda. Ich mag auch alle Waffen von Holger. Kapper, kapper. Oh, Skulltula. Sollten wir gleich hinterrennen? Nein! Hör auf, anzuziehen. So, wo ist sie? Tula! Wow, Laser! Ah, ich hab sie schon. Okay, das war einfach. Gib it! Thank you! Ach, hier ist ein Markus. Ui! Markus ist ein Stahlmeister, natürlich. Au! Ach, ein schwachen Satz. Wie viel Gegner hast du eigentlich? So. Herr Lightspear, wie viele Gegner? Was? Wie viele Gegner? 350. Hm. Mal schauen, ob wir die zweite noch bekommen. Magie wäre schön, wenn ich voll kriege. Aber die Flaschen sind rar. Mit dem Gras zerschneiden. Mit dem Stab? Ist. Funktioniert bestimmt. Ups, das wollte ich nicht. Juckidu! Plötzlich stand sie ja mit Schwachpunktsleiste vor mir. Dup, di, dup, di, du. Dann halt keine Magie mal wieder. Blame Herr Titan. Wie wär's? Da Leistbrüch nicht die Magie zeigen konnte, kommt irgendwann mal ein Video mit allen Magie-Specialen in einem. Ganz bestimmt. Ja? Wurde jetzt beschlossen. Ganz bestimmt. Ja, von dir. Da machst du es aber auch. Ich hab keine Wii U. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Das ist sogar ein ganz gewaltiges Hindernis. 1700 Schaden und trotzdem... Ah, okay. 1700 Schaden ist doch nichts. Sie ist Armband. Schön. Jawohl, damit habe ich also Zelda auch komplett abgecheckt, gehakt. Und ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch Midna zu zeigen, ne? Jetzt sind wir eigentlich schon durch. Papa. Papapapa. Wo mach ich denn weiter? Ist das. Ne, das ist. Schieb. Wo mach ich denn weiter? Das ist hier oben. Grenzt auf Gandorf. Ne, das ist Quatsch. Das ist begrenzt auf niemanden. Wer wird was für Zando? Ja! Ne?
eigentlich? Da brauchen wir ein Floß. Ach, da brauchen wir ein Floß. Ja, ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Das ist doof. Würde ich sagen, wir zeigen einfach nochmal die Schattenkarte. Machen da eine Mission. Nichts davon. Das ist sehr gut. Weil hier kann ich doch bestimmt irgendwas zeigen. Ich bekomme einen Kompass. Krabbelmieten-Eskorte, der Grenz auf Lana. Grenz auf Midna. Okay, hat sich schon erledigt. Wieso? Erste Mission? Bringt das was, wenn ich die nochmal mache? Eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Doof? Was sagt die Master Quest Karte? Was sagt die Master Quest Karte? Ich wollte es gerade sagen. Oh Gott. Die sagt ganz viel. Vor allem hallo. Die Master Quest Karte. Genau das wird sie sagen. Das ist doch mal schön. Zeitdruck. Master Quest Regel Zeitdruck. Gandalf. Der Grenz auf Gandalf. Ja. Master Quest Regel Überempfindlichkeit. Das ist auch nicht schön. Doch. Sag mal, ich werde doch jetzt noch eine Mission finden. Es kann doch nicht so schwer sein. Mach doch die mit Überempfindlichkeit. Was? Mach doch die mit Überempfindlichkeit. Ah. Valana. Da. Das können wir eigentlich machen. Wenn ihr Gegner sind. Ready für verbündeten Einheiten. Aber grenzt auf Fei. Natürlich. Er grenzt auf nichts. Was ist das für ein Schatz? Auch für Darunia. Oh, sag mal! Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ein Assig für Holger. Du hast keine Feinde. Ja, ich weiß. Das ist doch dämlich. Es kann doch nicht so schwer sein, einfach mal eine Mission zu finden. Ich glaube, du stellst dir so hohe Ansprüche. Ich glaub's auch. Aber wir haben die Überempfindlichkeit. Wo war die jetzt? Ja, das, wenn ich wüsste. Hier? Hä? Hier? Nö. Wo war denn das? Ich find's bestimmt gleich. Oh Mann, ey. Das war doch irgendwo hier oben. Fünf Feinde in 10 Minuten. Das können wir hier auch machen. Müsstest du ein Büro, ne? Büro mal nehmen. Ich soll mit Büro. Na schön. Das könnten wir eigentlich machen. Fünf Feinde in 10 Minuten. Ob ich da alles zeigen kann? Ich weiß ja nicht. Egal, ich nehme jetzt einfach mit. Also, Waffe ist eigentlich egal. Wollte ich anscheinend was freischalten, na gut. Dann nehme ich halt das Bettlaken mit seinem Ring. Das Bettlaken? Ist doch wahr. Wo ist das Bettlaken? Was denn du für Bettlaken? Ah, lass mich. Das ist eigentlich besser. Das da. Fein in 10 Minuten. So, die große Midna. Die hat eine interessante Mechanik. Kann nämlich sowohl Dunkel als auch Lichtangriffe. Ich weiß nicht, wie man triggert, dass man Licht- oder Dunkelheitangriffe macht. Keine Ahnung. Überall ist extra eine gute Schule. Das ist hier 1er. Was? Das ist hier 1er, ja? Ich mach diese 1er-Angriffe, die mache ich fast nie und dann kenne ich die nicht mehr.
Und das ist der Schwächpunkt da. Bumm. Ich habe schon richtig viele Gegner getötet. Hallo Dodongo. Na? Die ignoriere ich einfach mal gekonnt. Das Zweier ist so ein Lichtstrahl. Ach schön. Oh nein. Au. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Verschwinde! Der coolste Angriff ist eigentlich der Dreier. Komm, ich entweder diese. Was auch immer das ist, wisst ihr das spawnen? Ich habe keine Ahnung. Oder halt der große Lichtstrahl. Ich weiß nicht, wie sich das triggert, warum, wann man was bekommt. Auf jeden Fall, was jetzt? Ja. Hast du da eine Ahnung, Herr Dittar? Ich habe es jetzt einmal kurz gespielt, keine Ahnung. Könnte ich ja, das war ein sehr starker Angriff. Den kann man auch jederzeit auslösen. So je nachdem, wie voll die Leiste ist, umso schneller aktiviert er sich. Jetzt einmal zeigen. Jetzt ist nämlich die Leiste komplett leer. Und wenn wir jetzt gedrückt halten, dann können wir langsam aufladen. Und dann extrem episch aus. Irgendwann los hat. Wird extrem cooler Angriff. So, der starke Angriff, habe ich schon gezeigt. Nee, damit nicht gezeigt. Ist auch extrem. Wumm. Ja. So, der Vierer. Da ruft sie ihre Doggies und reitet drauf rum. Der Fünfer? Hat sie überhaupt den Fünfer? Mir fällt gerade aus, man kann in der Mission die Dodongos. Ja, genau, den großen Lichtstrahl, den man auch lenken kann. Das fällt ja auf. Man kann in der Mission die Dodongos gar nicht besiegen. Man hat keine Bomben. Ach ja. Du kannst sie schon besiegen, all die ganze Zeit draufhauen. Das dauert nur Jahrzehnte. Lichtstrahl. Ja, das ist ich mache so unendlichen Schaden. Also. Cooler Charakter. Ja. Da flog ein Feuerbohr. Du wüsste, wie panzig das Träger, dass mein Lichtstrahl geht. Dann lies doch einfach mal. Oh, 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 nein, nein, Dodongo, lass das, Dodongo, nein. Okay. Hilfe! Oha. Doggies! Oh, das ist jetzt Schaden. Und dann auch so eine Range der Angriffe. Ja, ich spiele beide Bitters echt gern. Ja. Ja, und das ist wieder mein. Sehr schön. Oh, ich habe alles gezeigt. Da, da. Aus der Magie. Aus der Magie mal wieder. Wird zum Running Gag. So, und damit haben wir eigentlich alles Neues gezeigt, glaube ich. Denke schon. Ich meine, wir nehmen ja schon wieder eine Stunde auf. Sind wahrscheinlich schon im vierten Part. Inzwischen. Inzwischen fast vorbei ist. Jetzt müsste der Schnitt, der Schnitt kommen müssen. Weiß nicht, wie mein Zukunft ich das machen wird. Ja, das war Midna. Ne, eins können wir noch zeigen, den Abenteuermodus. Ne, nicht Abenteuer. Herausforderungsmodus, ja. Hey! Yes. Oh, er hat 10 Waffen. Auch gesagt. Mal wieder. Haben wir noch gar nicht. Duell Drache, will ich mal behalten. Das ist der Dreier, der sag ich. Nicht damit.